In Wabi Profi 3 haben Sie auch die Möglichkeit, Artikel zu behandeln, die immer wieder zurückkommen. Das könnte sein ein Pfand, irgendeine Form von Auszahlung, die Sie kontinuierlich tätigen, Gewinnauszahlungen, was auch immer. Okay, ich habe jetzt einfach mal einen Artikel angelegt, den ich Pfandrücknahme genannt habe mit 45 Cent. Demzufolge ist auch der Preis 45 Cent im Verkauf. Okay, wir haben hier keinen Bestand, keine Lagerführung und keine Selbstlöschung. Auch ist der Artikel nicht teilbar und der Artikel benötigt kein Etikett. Und jetzt kommt der Clou. Bei den Staffelpreisen können wir jetzt sagen, und zwar ganz unten, VK-Preis ist negativ. Hier. Das speichern wir jetzt ab. So, Pfandrücknahme 45 Cent. Den Artikel haben wir jetzt eingepflegt. Mache ich das auch noch gleich, damit wir das schon im Touchscreen haben. Verkauf, Schnelltasten. Okay, die Warengruppe. Naja, wird schon ändern. Wir brauchen die Warengruppe in der Kasse. Wir speichern das. Wir gehen hier raus. Okay. Nun gehen wir in die Systemeinstellungen unter Verkauf, Schnelltastenbelegung, Pfandrücknahmen und ich ziehe den einfach mal hier rein. Okay. Also so einfach kann es sein. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, da hast du eine Flasche, lieber Chef, und Sie sagen, ja, 45 Cent, mach das, brauchen Sie hier bloß draufklicken. Sie geben die Stückzahl ein, ne, und gegebenenfalls den Preis und automatisch macht Wabi Profi 3 eins. Er sagt, dadurch, dass die Grundinformation im Artikelstamm ja eine Rücknahme ist, ne, also dass der Preis immer negativ ist, macht er hier eine Rücknahme draus mit minus 1 Stück. Und demzufolge minus 1 mal 45 Cent sind halt ja, minus 0,45, die Sie dann mit weiteren Artikeln verrechnen könnten, dann zur Bezahlung bringen oder ganz einfach dann sagen, ja, dann zahle ich dir das aus. Ja, das ist schon das Merkmal. VK-Preis ist negativ im Artikelstamm. Schöne Geschichte, also gesagt, für Pfandrücknahmen ist es gut zu verwenden, für Gewinnauszahlungen, wenn Sie sagen, ich mache auch Lotto drüber, wie auch immer, können Sie da damit verwenden. Ja,